Lilip ist ein Pokémon mit dem Typ Gestein und Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration und stellt die Vorstufe von Vili dar. Lilip gehört zu den Fossil-Pokémon und kann aus einem Wurzelfossil wiederbelebt werden. Es bildet dabei das Gegenstück zu Anorith. Lilip ist ein kleines Seelilien-ähnliches Pokémon, welches hauptsächlich lila, rosa und gelb erscheint. Sein Körper ist hierbei lilaner Farbe und besteht aus zwei Teilen. Der untere ist das Gebein mit vier kleinen Füßen. Der obere bildet den Kopf des Pokémon und ist durch ein gelbes Kreismuster und einer gelben Linie darüber geschmückt. Diese zwei Teile des Körpers sind durch einen gelben Stängel miteinander verbunden. Die blütenähnlichen Tentakel sind rosa mit dunkelrosanen Enden. In der Mitte zwischen den Blüten befindet sich das schwarze Gesicht mit zwei gelben leuchtenden Augen. Und in der Shiny-Form ist der Körper grün und die Tentakel sind gelb mit orangenen Enden. Lilip zeichnet sich durch seine Standfestigkeit aus. Es kann sich mit seinen Tentakeln durch die Attacke Verwurzler an Felsen verankern und somit Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen. Seinen Feinden rückt es mit Spezialattacken des Typs Pflanze wie Energieball oder Gigasauger oder Gesteinsattacken wie Antikraft zu Leibe. Seine Standfestigkeit spiegelt sich auch in seinen Fähigkeiten wider. Saugnapf sorgt dafür, dass Lilip nicht durch Attacken oder Items ausgetauscht werden kann. Und die versteckte Fähigkeit Sturmsog zieht Attacken des Typs Wasser an und steigert mit diesen den Spezialangriff von Lilip. Außerdem verfügen ihm Wasserattacken keinen Schaden zu. Lilip bevölkerte vor 100 Millionen Jahren den Meeresgrund, wo es sich mit Hilfe seiner Tentakel an Stein festklammerte. Sein blütenähnliches Aussehen hilft ihm, Bräute anzulocken und dann mit seinem Greifarm festzuhalten. Dank der fortgeschrittenen Wissenschaft konnte es aus einem Wurzelfossil, welches Fragmente dieses Pokémon enthält, wiederhergestellt werden. Dabei ist Lilip der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 40 zu Vili weiterentwickeln. Die rosanen blütenähnlichen Tentakel, die vier kleinen Füße, sowie die gelben Augen und das ebenso gelbe Kreismuster stellen die Hauptcharakteristika von Lilip dar und werden nach der Entwicklung beibehalten. Mit der Entwicklung erhöht sich das Gewicht des Pokémon und nahezu das Doppelte. Die lila Körperfarbe wird grün, der Hals verlängert sich enorm. Vor der Entwicklung befand sich der Kopf unter den Tentakeln und nur die Augen waren vorne zu sehen, während er sich nach der Entwicklung in Form eines großen grünen Kopfs vor den Tentakeln befindet. Und mit seinen Typen nimmt es halben Schaden gegen Normal- und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Kampf-, Käfer-, Stahl- und Eisattacken. Der Rest macht normalen Schaden. Eine Ausnahme ist, wenn es die Fähigkeit Sturmsog hat, die ich eben angesprochen hatte, denn dann wird es immun gegen Wasserattacken.